Lieben! Herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu unserer neuen Sonntags-Challenge. Genau, ihr habt wieder abgestimmt und das Thema ist heute Smartphone-DIY, also irgendwas mit dem Smartphone. Genau, wir zeigen euch zwei coole Ideen. Was wir uns da einfallen lassen haben, seht ihr jetzt. Für mein Smartphone-DIY habe ich eine ganz schlichte Handyhülle, einfach so eine weiße Kunstlederhülle. Dann habe ich hier einen schönen, bunten, sommerlichen Stoff und noch so ein Band, wo so kleine Bommel mit dran sind. Ich will auf jeden Fall eine richtig schöne, bunte Sommerhülle selber machen. Ich werde das Ganze mit Heißklebe drankleben und eine Schere brauche ich auch noch. So, ich habe den Stoff jetzt erstmal so mit der bunten Seite nach unten hingelegt und die Hülle hier draufgelegt. Hier ist es ja kein Problem, hier kann ich es ja nach innen machen und hier dann festkleben. Aber hier ist es ein bisschen schwieriger. Ich kann ja nicht hier über dieses Plastik kleben, dann kann ich das Handy ja nicht mehr richtig reinstecken. Deswegen werde ich hier einfach so eine gerade Kante machen und die Kante dann genau bis hier an die Kante dran kleben. Ich werde mir jetzt also hier so ein bisschen den Stoff aufmalen, also wie viel Stoff ich brauche. Hier werde ich einfach eine gerade Linie ziehen und das Ganze einmal so nach hinten kleben. Man kann ja trotzdem dann hier, mache ich noch so einen kleinen Schnitt, dann kann man trotzdem hier noch Karten reinstecken und die Handyhülle noch so nutzen. Und hier, wie ich gerade gezeigt habe, einfach gerade dran kleben. Und dann brauche ich natürlich noch eine Aussparung hier für die Kamera, damit man noch weiterhin Fotos machen kann. Ich lasse jetzt also erstmal hier überall so einen kleinen Abstand, so von 1,5 cm bis hier. Hier mache ich mir schon so eine kleine Markierung, dass ich dann bis hier den Stoff gleich einklappen muss. Ich werde mir den trotzdem natürlich so abschneiden, dass ich dann noch die ordentliche Kante habe zum Einklappen. So sieht meine Vorlage jetzt aus und hier werde ich jetzt erstmal einmal entlang schneiden. So, ich habe das Ganze ausgeschnitten. Hier habe ich schon so einen kleinen Schnitt reingemacht und hier werde ich jetzt Heißklebe drauf geben an den Rand. Ich fange erstmal so mit der Hälfte an, weil Heißklebe ja sehr, sehr schnell trocknet und knicke das Ganze so nach innen. Hier an der Ecke muss ich gleich nochmal das Ganze etwas ordentlicher machen. Hier die Ecke muss ich nochmal so reinkleben. Dafür brauche ich dann nochmal ein bisschen mehr Heißklebe hier. So, weiter geht's. So, und es passt ziemlich gut auf die Handyhülle drauf. Natürlich steht immer noch aus, hier ein Loch für die Kamera reinzuschneiden. Dafür mache ich mir auch mal wieder eine kleine Markierung, an welcher Stelle die Kamera ist. An meiner Markierung schneide ich jetzt hier ein Loch rein, also eigentlich so einen kleinen Schnitt. Und dann kann ich das Ganze einfach hier so zu den Seiten umklappen und auch noch festkleben. So, ich hoffe mal, dass das Loch gleich groß genug ist und ich trotzdem noch Fotos machen kann. Ansonsten muss ich es einfach noch mal ein bisschen größer schneiden. Jetzt geht's los mit dem Ankleben. Dafür werde ich jetzt einfach wieder hier an den Rand Heißklebe auftragen. So, und dann schnell die Hülle hier draufkleben. Die eine Seite ist jetzt schon mal fest. Jetzt trage ich hier in der Mitte einmal Heißklebe auf. Und nun hier den Stoff noch einmal festkleben. Dafür trage ich jetzt hier Heißklebe auf, ziehe den Stoff einfach hier so rum. Und das Ganze natürlich hier an den Seiten auch und hier oben. Und hier auch die Ecken noch mal ein bisschen ankleben. Ich finde, das sieht schon richtig süß aus, aber jetzt fehlen auf jeden Fall noch so ein paar von diesen Bommeln hier. Die klebe ich jetzt hier auch noch fest. Das passt auch farblich total schön, finde ich. Und dafür trage ich einfach hier ein bisschen Heißklebe wieder auf und klebe das dann hier dran fest. Und schon ist die sommerliche Handyhülle fertig. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Vielleicht habt ihr noch eine alte Handyhülle, die euch nicht mehr so gut gefällt und einen schönen Stoff und wollt den da draufkleben. Das habe ich jetzt einfach weiß gelassen. Ich finde, das passt ganz gut, weil ja hier im Stoff auch weiß ist. Und mit den Bommeln gefällt mir alles richtig gut. Das Einzige, da muss ich noch mal dran. Das ist noch ein bisschen zu klein. Ich habe es gerade einmal mit meinem Handy mit der Kamera ausprobiert. Da war dann so ein bisschen die Kamera abgedeckt. Also das werde ich noch größer ausschneiden. Und wenn es dann irgendwie komisch aussieht, kann man da natürlich
auch nochmal einfach so ein Stoffband rundherum kleben oder so, damit es schön ordentlich aussieht. Oder ihr macht von Anfang an den Schnitt etwas größer und das Loch damit auch etwas größer. Vielleicht ist ja auch eure Kamera etwas kleiner, je nachdem welches Handy ihr habt. Bei mir ist es da hinten ziemlich groß mit der Kamera. Ich hoffe, euch gefällt diese Handyhülle. Wenn ja, gerne Hashtag Team Kati in die Kommentare schreiben. Das Material, das ihr für die Handykette braucht, ist relativ überschaubar. Ich habe hier natürlich einmal eine Handyhülle. Meine ist ganz schlicht schwarz und aus so stabilem Gummi. Dann habe ich hier Paracord-Bänder. Ihr könnt statt Paracord auch zum Beispiel Lederbänder verwenden oder dicke Wolle geknüpfte Bänder, ganz wie ihr mögt. Dann habe ich hier aus so einem kleinen Schmuckset, ups, es ist einer weggesprungen, solche kleinen Metallringe. Könnt ihr allerdings auch einzeln kaufen. Für den Paracord habe ich hier auch das Feuerzeug. Wenn ihr anderes Material benutzt, benötigt ihr das Feuerzeug natürlich nicht. Hier habe ich so ganz dünne Angelschnur, so ganz dünnen Bastelfaden. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut sehen. Der ist so leicht gräulich, super dünn und richtig schön stabil. Und natürlich die Schere. Und hier habe ich auch eine Nadel. Da habe ich auch darauf geachtet, dass die besonders dünn ist. Im ersten Schritt fädle ich diesen super dünnen, fast unsichtbaren Faden einmal ein. Falls ihr ihn nicht seht, glaubt mir einfach, dass er da ist. Dann nehme ich hier die Handyhülle und steche hier ganz außen an der unteren Kante einmal durch das Gummi durch. Mir geht das jetzt ein bisschen schwer, deswegen nehme ich meine Stecknadel dazu. Die kann man ein bisschen besser halten und steche das Loch einmal vor. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Handyhüllen an. Aber ihr seht, hier habe ich einmal durchgestochen. Und wenn das Loch einmal drin ist, ist es auch überhaupt kein Problem, mit der anderen Nadel durchzukommen. So, ich ziehe ein bisschen von dem Band durch. Und schneide es dann einmal ab. Hier könnt ihr es vor meinen Fingern hoffentlich sehen. Und dort knote ich jetzt den ersten Ring an. Allerdings natürlich nicht innen, sondern außen. Garn kommen jetzt ein paar Knoten, damit es auf jeden Fall gut hält. Die Bänder dann anschließend kürzen und das ganze Spiel auf der anderen Seite parallel natürlich nochmal. So, nach ein paar Minuten habe ich dann hier die beiden Ringe unten an meiner Handyhülle befestigt. Und jetzt kommt das Band zum Einsatz. Das fädle ich jetzt hier durch. Das ist übrigens dünnes Paracord. Ihr müsst einfach darauf achten, dass eure Ringe zu dem Band passen, von der Stärke her. Und dann schaue ich einmal, wie viel von dem Band ich verwenden möchte. Ich habe das Band jetzt auf ungefähr 120 cm gekürzt und ihr seht, ich habe es abgeschnitten. Beim Paracord ist es dann so, dass man die Hülle hat und eben die Schicht außenrum. Und um eben einen schönen Abschluss zu bekommen, benötige ich jetzt das Feuerzeug und flamme das Ganze hier vorne so ein bisschen ab. Da fragt ihr am besten eure Eltern natürlich, ob sie euch helfen. So, das wird sehr, sehr schnell kalt und man kann es dann so ein bisschen in Form drücken. Oder eben noch mal ein bisschen abflammen. Und fertig und verschlossen ist auch die zweite Seite. Und jetzt mache ich noch einen Schiebeknoten in die beiden Enden rein, damit man auch die Größe verstellen kann. Für den Schiebeknoten legt ihr eure beiden Bänder einmal gegenläufig hin. Das untere läuft dabei nach rechts, das obere nach links. Dann nehme ich das untere, mache eine Schlaufe. Liegt jetzt also noch einmal doppelt. Dann gehe ich mit dem Band nach hinten, also hinter den beiden Bändern her. Einmal wieder nach vorne rüber. Wieder hoch. Hier oben einmal herum. Und dann hier durch die kleine Schlinge vorne durch. Durchziehen. Und fertig ist mein Schiebeknoten. Den muss ich jetzt nur noch festziehen. Und ihr seht, er umschließt das andere Band. Und lässt sich
dadurch hin und her schieben, beziehungsweise das andere Band wird geschoben. Und mit dem zweiten Band mache ich das Ganze jetzt einmal versetzt. So, dazu nehme ich dann das obere Band, nehme die Schlinge oben, lasse es vorher laufen, dann einmal nach hinten rüber und wieder nach vorne rüber und hier einmal durch die Schlinge ziehen, auch ein bisschen rüber schieben und schlussendlich festziehen. Und ihr seht, hier kann ich eben den anderen Faden, das andere Ende des Bandes durchziehen. Ich kann die beiden zusammenschieben und eben auch ganz weit auseinander. Und so doppel ich dann eben das Band und die gesamte Kette wird enger. Ein super guter Trick und ein super guter Knoten, finde ich. Und damit ist meine Handyhülle mit der Kette auch schon fertig. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und Spaß gemacht. Ja, und wir hoffen natürlich, euch haben die beiden Ideen gut gefallen. Ihr könnt natürlich wieder unten in die Kommentare reinschreiben, seid ihr Hashtag Team Kati, Hashtag Team Eva oder Hashtag Team Beide. Und ihr könnt natürlich beim kleinen i wieder abstimmen fürs nächste Thema, für nächste Woche. Mhm. Und wenn ihr weitere Themen habt, die wir vielleicht in unserer Abstimmung aufnehmen sollen, dann auch gerne unten in die Kommentare, dann schauen wir auf jeden Fall mal durch. Ganz genau. Und natürlich Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, die kleine Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.